Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Frage steht im Raum, reicht das sogenannte Klimaschutzpaket oder Klimapaket der Großen Koalition in Berlin aus, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen? Die Antwort ist schlicht und einfach nein. Das tut es nicht. 8 Monate nach Vorlage des Kommissionsberichtes der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. 8 Monate. Das ist 1 Monat mehr, als die Kommission selber brauchte, um ein Ergebnis zu erarbeiten. Haben wir zwar kein Gesetz, was eigentlich notwendig wäre, aber schon mal ein Ergebnis des sogenannten Klimakabinetts. Und 8 Monate nach Vorlage des Kommissionsberichts kann man dieses Paket nur als Dokument des Politikversagens bezeichnen. Denn es ist zu Lasten der nachfolgenden Generation. Wir werden die Klimaschutzziele damit krachend verfehlen. Und das sieht auch eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland so. Nämlich 53% der Menschen in Deutschland sagen, das ist unzureichend. Ottmar Edenhofer, auch die Wissenschaft ist sich ziemlich einig. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut sagte bei Anne Will am Abend, Sonntagabend danach, die Klimaziele werden nicht erreicht. Politik ist zwar die Kunst des Möglichen, hat aber versäumt, das Notwendige möglich zu machen. Das ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und bemerkenswert ist, dass an dem Tag, an dem das Klimakabinett das entschieden hat, standen 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße. Beim Atomausstieg, ja, beim Kampf gegen Atompolitik waren es nicht so viele. Das hat selbst dieser Kampf um den Atomausstieg nicht geschafft. 1,4 Millionen Menschen auf der Straße setzen sich für mehr Klimaschutz ein. Es war eine einmalige Chance, mit diesem Rückenwind genau das, was von Wissenschaft und von den Menschen im Land erwartet wird, tatsächlich möglich zu machen. Und natürlich hat Angela Merkel recht, es ging um nicht weniger als um eine Menschheitsherausforderung. Und sowohl die Große Koalition in Berlin wie aber auch Schwarz-Gelb hier im Land sind hier an ihren eigenen Ansprüchen krachend gescheitert. Nur kurz, weil es nicht reicht, all das aufzuzählen, was fehlt. Das Relevanteste aus unserer Sicht, erstens und vor allem Richtung SPD, das Ganze ist nicht sozial gerecht. Wenn durch eine CO2-Bepreisung eine Mehrbelastung entsteht, dann muss zwingend eine Pro-Kopf-Rückerstattung erfolgen, um erstens Akzeptanz dafür zu schaffen, zweitens Anreize für eine Einsparung zu schaffen und um soziale Brüche zu verhindern. Hier ist etwas konzeptionell grundfalsch angelegt. Im Übrigen hat das Gutachten, was die Regierung selber in Auftrag gegeben hat, genau das festgestellt, aber es wurde nicht umgesetzt. Und dann kommt die Pendlerpauschale. Erstens ist die Pendlerpauschale eine Überkompensation und zweitens profitieren die Falschen, nämlich die Besserverdienenden und nicht die, die wenig Geld in der Tasche haben. Das ist der größte strukturelle Fehler an diesem Klimapaket. Und zweitens, es ist völlig wirkungslos und ambitionslos mit einer Bepreisung von 10 Euro an den Start zu gehen. Herr Brockes, Sie kennen doch die Berechnungen. Tatsächlich ist eine Tonne CO2 wird vielleicht nicht Sie und mich, aber unsere nachfolgenden Generationen 180 Euro Folgekosten kosten. Und deswegen sind 10 Euro hier ein völlig falscher Einstieg in die CO2-Bepreisung. Und das reicht auf keinen Fall aus. Und drittens, und das sind meine drei wesentlichen Punkte, eine ganz, ganz große Fehler ist, dass hier mit der Neuausrichtung der Verkehrspolitik nicht begonnen wurde. Ein Sektor, der bei den Klimazielen nicht nur nichts erreicht hat, sondern wo die Emissionen ja sogar noch steigen, gerade dieser Sektor, ist ja freundlich gesagt, ist das völlig unzureichend. Wenn man dann daherkommt und sagt, wir machen mal eine Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn und irgendwie koppeln wir die Kfz-Steuer an die CO2-Emissionen. Aber in dieser Pauschalität, das ist ja nicht verbranntes CO2, sondern das wird ja auch bezahlt für ein Auto, was dann vielleicht gar nicht fährt. Also das reicht doch bei weitem nicht aus für das, was wir brauchen, um eine Mobilitätswende zu erreichen. Und ja, selbstverständlich braucht es Anreize, die sind auch viel zu wenig da drin. Aber es braucht gerade bei der Mobilitätswende auch einen ordnungsrechtlichen Rahmen mit einer klaren Fahrplan zur Beendigung des Verbrennungsmotors und auch hier im Fazit zu wenig, zu unverbindlich, zu viel klein-klein. Und die Bevölkerung und die Wissenschaft sagt zu Recht, das reicht nicht.
Schön, dass die SPD heute unsere Kritik im Wesentlichen teilt. Unverständlich, liebe Kollegen von der SPD, ist, warum Sie das dann als Regierungspartei in Berlin nicht umsetzen. Und geradezu unverständlich, Herr Pinkwart, finde ich Ihre Äußerung und die vom Ministerpräsidenten nach der Vorstellung, dass Sie das alles zu ambitionslos finden, da fehlen konkrete Impulse, dass wir alles nicht ausreichen. Dann sagen Sie uns doch bitte heute, was Sie im Bundesrat tun, um daran was zu ändern. Aus dem Antrag der Koalitionsfraktion konnte ich das nicht entnehmen. Und vor allen Dingen sorgen Sie... Bitte? Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Bitte. Ich versuchte schon etwas länger, kein Problem. Herr Kollege Deppe, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Düker, Sie haben eben sich mit der Pendlerpauschale auseinandergesetzt. Ich hoffe mal nicht, dass Sie auch nicht wissen, wie Herr Habeck, wie die zustande kommt. Aber Sie sind ja Düsseldorferin. Aber ein Großteil der Menschen wohnt ja nicht in den Kernstädten und in Großstädten. Und können Sie dem Haus mal erklären, warum Menschen, die weite Wege zur Arbeit pendeln, zu den nach Ihrer Aussage besser verdienenden gehören? Wenn ich nur sehe bei uns im Bergischen Land, welchen Siedlungsdruck wir haben von Menschen, die sich das Wohnen in Köln nicht mehr leisten können, deshalb weiter von der Stadt wegziehen, wie Sie dann zu dem Ergebnis kommen, man würde damit ausgerechnet die besser verdienen unterstützen. Mir scheint das doch, die Frage an Sie, haben Sie nicht zu sehr einen Blick aus der Sicht der besser verdienenden Großstädter? Vielen Dank, Herr Kollege Deppe. Ich empfehle auch an der Stelle nochmal die Lektüre der Geschäftsordnung bezüglich einer kurzen Zwischenfrage. Jetzt hat Frau Kollegin Düker doch die Möglichkeit zwei Sätze mehr bedarf. Herr Deppe, die Antwort für die Pendler im ländlichen Raum, und ich bin im ländlichen Raum groß geworden, ja, und habe dort meine Jugend verbracht und weiß, was da das Auto bedeutet. Die Antwort für die Pendlerinnen und Pendler im ländlichen Raum ist eine bessere ÖPNV-Anbindung an ihren Arbeitsplatz. Das ist doch die zentrale Antwort, damit man ihnen eine Möglichkeit des Umstiegs gibt. Und was diese Besserverdienenden angeht, das ist eine andere Debatte. Das ist die Debatte, wenn ich auf der einen Seite mit einer CO2-Bepreisung Menschen belaste, ja, und wir wollen alle nicht die Gelbwesten, die es in Frankreich gab, hier bei uns auf der Straße haben. Wenn ich eine Belastung vorsehe, dann muss es eine 1:1 und eine Pro-Kopf-Erstattung in Form, ob es nun Klimaprämie ist, wie die Kollegen der SPD es sagen, oder wir sagen Bürgergeld, so muss eine Rückerstattung erfolgen. Aber wenn man eine Kompensation dieser Mehrbelastung über eine Pendlerpauschale macht, dann passt das nicht übereinander. Dann bekommen nämlich die, die unter Umständen mit der CO2-Bepreisung hoch belastet sind, weniger Geld zurück als die, die niedrig belastet sind, die dann mit der Pendlerpauschale eine Überkompensation haben. Und das ist nicht die Steuerung, die wir brauchen. Das heißt, selbstverständlich müssen die Menschen im ländlichen Raum eine bessere Anbindung an ihre Arbeitsplätze haben und sie dürfen da nicht schlechter gestellt werden. Aber wir brauchen vor allen Dingen eine sozialverträgliche, akzeptierte CO2-Bepreisung und noch einmal die Anreize schafft, CO2 einzusparen und vor allen Dingen auch die akzeptiert wird, weil sie keine sozialen Brüche erfolgt. Und das ist das strukturelle Hauptproblem dieses Klimapaketes. Da sind zwei Instrumente übereinander gebracht worden, die nicht übereinander gehören. Und das fehlt diesem Klimapaket. Es fehlt ein Gesamtkonzept, wie wir in allen Sektoren, und ich habe noch nicht den Sektor Landwirtschaft erwähnt, dass hier die industrielle Massentierhaltung auch etwas mit Klimaschutz zu tun hat, hat Frau Klöckner, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden. Ich habe auch noch nicht den Gebäudebereich erwähnt, dass die energetische, und auch hier geht es um Sozialpolitik, dass die energetische Sanierung selbstverständlich stärker steuerrechtlich angerechnet werden muss, weil das bezahlen dann nämlich die Mieterinnen und Mieter, und auch hier müssen wir für einen sozialen Ausgleich sorgen. Auch hier fehlt es an entscheidenden Stellschrauben. Also zusammengenommen, wenn wir die Sektoren angucken, sind überall kleine Rädchen gedreht worden und hier ein Förderprogramm und da ein Anreiz gesetzt. Aber insgesamt ergibt das doch kein Gesamtkonzept, wie wir hier in eine klimaneutrale Zukunft gehen können miteinander. Und nichts weniger brauchen wir und nichts weniger gibt uns das Pariser Klimaschutzabkommen auf. Und deswegen sage ich, dieses Konzept hat ihre Ziele verfehlt. Die GroKo in Berlin ist an ihren Ansprüchen gescheitert. Und Herr Pinkwart, wenn Sie weiter hier vor der Haustür an Ihrer Sabotage bei dem Ausbau der Erneuerbaren weiter festhalten, denn alle wissen,
Das haben Sie auch schwarz auf weiß. Mit der Halbierung der Flächen für Windenergie werden Sie keine Verdoppelung erreichen. Und nichts weniger als eine Verdoppelung brauchen wir, um das 65%-Ziel Anteil Erneuerbarer zu erreichen. Das heißt, hören Sie auf, hier Bekenntnisse abzugeben. Handeln Sie endlich sowohl hier in NRW. Lassen Sie Ihren Worten endlich Taten folgen. Und die GroKo in Berlin braucht Gegenwind. Und der Gegenwind, den hoffe ich, dass der auch aus Nordrhein-Westfalen kommt. Dankeschön.